Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge für Kartik und Thüringen. Wir sind gerade bei und räumen unsere Gerätschaften ein bisschen auf, die von der Feldarbeit entfällig sind. Wir reparieren die ganz kurz, waschen die aber nicht, da Regen fällt. Probier gerade krampfhaft eine Gruppe, der flügen kann, hier reinzubringen. Wo wir eigentlich machen wollen. Das ist eigentlich genug Platz. Man müsste nur. Naja, genug Platz. Da hackt schon mal. Kollision? Nö. Sag mal so, da stinkt wer verbogen gewesen, ne? Wir müssen ein bisschen rechts. Ne? Lass mal. Jetzt soll hier auch ein bisschen ordentlich aussehen. Weil. Wenn ich später hier vorbeifahre für na sag schon mit der vollen Ladung also von der Ernte Getreide Weizen oder anderes Zeug dann wäre es ganz schön wenn das entsprechend Platz da ist. Ich finde die Lösung erstmal hier für die Traktoren, es geht. Ist nicht perfekt, es fährt sich etwas schwierig. Aber hier reicht's. So. Düngen ist vorbereitet. Unser Überladewagen holen, wo Kalk drin ist, auch noch zurückbringen. Ja, hier sieht es so aus, wenn Sonne scheint, ne? Obwohl Regen ist, ne? Obwohl Regen soll jetzt aufhören, noch Wetterbericht. Na, ja, das ist schön. 12 Uhr. Etliche Fahrzeuge oder Gerätschaften vom Händler holen. Aber wenn ich einmal Autokurs eingefahren habe, dann kann man die auch alleine zurückfahren lassen. Aber da muss ich mal testen, das kann ich bei mir überhaupt noch nicht. In der Folge zu testen wäre etwas zu. Ich glaube, zu langweilig. Ja, wo stellen wir jetzt die Maschine an? Da ist ja keine Reparaturbedürftigkeit ist gering, das geht. Also wo stellen wir das jetzt hin? In der Halle komme ich nicht rein, das glaube ich nicht. Ist ein bisschen groß. Hier ist Kalk. Ah, über andere Wagen habe ich hier oben auch hinten zu sehen. Da stellen wir zu. Oder den Kalk muss ich eigentlich entleeren, aber vielleicht kann ich den Kalk auch dahin kippen, wo der Überladung oder wo der Kalkpaletten sind. Mal kommen wir rum, nö. Na, da wird nichts, haben wir mal kurz.
Fahren wir mal vorne lang. Tag LKW. Tag Wasserhahn. Ja, Wasserhahn, das wollen wir gleich machen. Zum zweiten Druck. Ja. Misthaufen ist voll. Echt? Sei wieder am Weg hoch. Da müsste ich mir Traktor hinstellen. Misthaufen voll. Misthaufen kann nicht voll sein, ne? Kein Stroh. Denn das wäre nämlich gar nicht lustig, wenn wir da ständig gegenfahren würden. So, ich muss nämlich zum zweiten Druck. Taku. Die haben mein Gras auch gefressen hier. Verfressenes Volk. Man hier sieht, ist der eine Hahn wieder zurückgewandert. Ich weiß gar nicht warum. Das Problem diesen Hahn ist, wenn ich das jetzt irgendwie bestätige, dann ist es ja, dann geht's nicht mehr, ne? Ja, da ist schon ein Trauch. Und der soll mir auch mit Wasser führen, ne? Ja, das geht schon gut so. So. Geht auch ohne Maus. Bestätigen. Abbrechen, auswählen, verschieben, rotieren. Aha. Dann hoch. Weil auf Dauer wäre er ja im Fahrsilo ungünstig, weil Misthaufen ist voll, Leute. Steht mal so auf Quatsch. Ich hab doch keinen Misthaufen. Geschweige Stroh. So, das ist gut. Wieso ist Misthaufen voll? Gebe ganz leer. Ja, das andere ist auch leer, ne? Wie ist zu erwarten? Da Wasser an. Gut, ist nicht perfekt, aber gut. Erfüllt die Funktion. Hey! Geh wieder rein. So, nicht vorne. Genug da. Ja, und ich wollte hier die Kanne im Regen. Wenn die etwa drin weniger geworden, wenn das so Fall ist, dann können wir keinen einbringen. So, passt. Gut.
Guck mal Menü an hier für kühl. Prozent ist gut. Also eine haben wir Stroh. Ich habe da zwei Stellen. Über Stroh alle. Hof 3, Kuhstall 2. Wasser. Gras. Die Bälle sind rechts. Häuselage geht zur Weige. Stroh auch. Gras, ja. 0,6. Aber die erholen sich auch langsam. Die waren schon ein bisschen krank. Und wenn die hier die ihre 500 Kilo haben oder 600 Kilogramm haben, dann gehen die weg. Das sind männliche Tiere, obwohl die Euter haben, ne? So, Stroh wird. Der müsste eigentlich Stroh. Gülle. Das sind die weiblichen Tiere, die haben Gülle. Und die haben Mist. Auch Gülle. Der Mille kriegt Mist 408. Kann ja nicht voll sein. So, hier ist die Gabel weg. Hat er einen Mod gelöscht. Aber mir neu eingenommen. So. Wasser. Futter haben die noch. Ja, hier ist noch nicht voll. Gut, vielleicht ist was anders gemeint. Denn voll kann überhaupt kein Mist sein um die Zeit, weil, naja. Dazu haben wir jetzt Tiere noch zu lang und zu kurz. Und wo die Gülle hinkommt, habe ich gesehen. Wie man das machen könnte. Streng hier abladen nicht. Aha, gut. Weil es ist ganz sicherlich vom Vorteil, wenn der leer ist. Ja, wenn wir später mal die Ernte einfahren, das ist besser. Wir haben einen den Überladewagen leer. Und dann können wir auch bald eine Fabrik bauen für Kalk. Aber das ist noch eine Weile hin. So, schauen wir mal, was wir daraus machen können. Sehen, düngen, oh, düngen, wo? Oh. Pflügen. Siebenundvierzig. Achso, gut, okay. Wollte gerade sagen, das habe ich doch. Nein, ich habe 48,49. Kopern. Dünn. 30. Ah, wir müssen mal unsere eigene Maschine zurückholen. So.
ist glaube ich wichtiger. So, da haben wir noch einen. Achso, das ist ja unser. Am besten gleich auffüllen wieder. Reparatur. Man, wir können ja auch gleich eine Maismission machen, ne? Auf 47. Können wir ja machen, ne? Sehen. Wo war die 47? Das wäre gar nicht mal so schlecht. Wenn wir das machen, weil dann können wir mir später sagen, okay, das Mais, das kaufen wir das Feld. theoretisch. Praktisch weiß ich noch nicht genau. Weil Mais gefällt mir eigentlich nicht zum Kaufen her, aber na gut. Hauptsache das Ding reicht auch. Die Sonne lacht. Und kann ein bisschen Kleingeld verdienen, das ist ja auch ganz gut. Also Missionen sind jetzt hier auf der Karte komplett neu. Es ging vorher nicht, war nicht vorgesehen. Ich glaube, Transportmissionen waren, glaube ich, machbar. Das war es auch schon. Warum es vorher nicht ging, das weiß ich nicht. Aber soweit ich weiß, hat er sich extern Hilfe geholt. Denn alles muss man ja auch nicht können. Aber schon der Wahnsinn hier, was hier alles gemacht wurde. Das sind so eine Dinge, die ich auch gerne gelten können, ne? Ist auch alles voll. Ja. Lücht. So, das ist so, glaube ich, Feld Nummer 47. Genau, gut. 47, genau. Das machen wir mit Crossplay. Das ist schon groß, aber mit zwei arbeiten. Das ist besser. Na, gehen wir gleich auf den nächsten Tag, dann machen wir zwei Maschinen arbeiten. Ist da ein Traktor? Ah ja, genau. Den habe ich ja genommen. Den habe ich ja genommen für den Überladewagen. Wir nehmen zwei, das geht besser und schneller. Weil mit einer dauert lange. So, haben wir auch noch. Schaffen wir gerade so, die Folge noch hinzufahren, denke ich mal. Vielleicht schon starten. Mal sehen. Das sind Spiegel, die aktivieren sich bei der Kurvenfahrt. Das ist eh der Wahnsinn, was so technisch alles geht, dass man im Prinzip im Spiel einen Spiegel installiert, wo man das Spielfeld von hinten sehen könnte. Ich bin also nur gespannt, was in Zukunft noch alles möglich ist an Dingen im Spiel, in der Spielwelt hier, was alles von der Grafikkarte her, was alles noch machbar ist von der Leistung her. Von der Anfänger vor 10 Jahren, wo ich angefangen habe mit Spielen. Ja. PlayStation 1 damals. Auf dem Fernseher. Ein Röhrenfernseher.
gar nicht zu vergleichen zu heute. Bums. So, dann werden wir gleich mal hier entsprechend starten. Wir werden hier das mal vorbereiten. Wir bringen mal gleich in Position. Und zwar, das machen wir nächste Folge. Dann sind wir Füße wie Winkel, verschaut. So, und dann sehen wir uns vielleicht mal wieder. Schaui, Füße.